Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Johnny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Heute mal im T8 10er. Na, das ist das T8, 10 Mann, deswegen 10er, weil das ist aus Wrath of the Lich King. Da gab es noch keine Hero Modes, das gab es erst mit. Gab es zwar auch in Wrath of the Lich King, aber erst mit Eisgrund Zitadelle, das ist der letzte Raid gewesen. Nach Halion natürlich, vor Halion, aber Halion kann man nicht wirklich als Raid betrachten, das wurde so reingedrückt. Den Originalgürtel dazu habe ich übrigens nicht, den muss ich mir glaube ich im AH kaufen, kostet ein paar tausend Gold, habe ich gar nicht dran gedacht, den zu holen, muss ich mir dann noch zulegen. Und dazu den Kieferknochen, der passt optisch eigentlich ganz gut dazu. Jedenfalls finde ich das Ding eigentlich ganz schnieke, könnte am Tag auch ein Ticken größer sein. Aber gut, das Problem kennt er ja bei mir. So, das heißt, wir wollen den Gegner ordnungsgemäß ins Gesicht hauen. Das heißt, wir tun entsprechend die Talente wieder wechseln. Das hier oben auch. Und dann verprügeln wir die mal so richtig. Gerade das werde ich wieder wegmachen. Ja, genau. So ist jetzt wieder prinzipiell die Standard-Skillung bei mir, aber ja, es war jetzt ganz andere Sachen gemacht und ja. Ich will den Gegner einfach mal wieder ins Gesicht drücken. Deswegen gehe ich jetzt erstmal. So. Und wieder da. Da ich alleine unterwegs bin, kann ich nicht oben lang. Nein, da geht auch keiner lang. Was haben die? Zwei Heiler. Wir haben eins. Auch zwei Heiler. Wir haben vier Warriors. Die sind extrem wichtig. Und man geht natürlich erstmal in die Mitte zergen, um die zu sichern, denn Mitte ist gleich Kontrolle, denn von der Mitte hier aus hat man am schnellsten den Weg nach oben zur Bandarenmine und im Süden zur Goblinmine. Die Allies machen das auch. Unsere Leute kommen irgendwie nicht so in die Pötte. Da kommen sie. Dann kann man jetzt die Standarte setzen. Den da kann man mal was ins Gesicht drücken. Wir können gleich mal wallen. Wir können den stunnen, die Wings ziehen, dann gehen wir auf den DK. Oh, da ist ein Heilschammer. Dann gehen wir mal auf den. Oh, ein Stun, Kick und dann stirbt er uns jetzt weg. Wie ist das? Aua, ich hänge da fest. So. Erstmal die Taste, die Leertaste verprügelt. Das ist schon wieder ein Mage und der stirbt. Der hat jetzt ein Inline. Kann jetzt nichts mehr groß machen, außer blinzeln. Und gibt's einen Block? Nein, es gibt keinen Block. Gut. Das ist natürlich umso einfacher. Den kann man heilen. Den auch. Das werde ich in Legion so vermissen. So schön die Off-Heals, die A was bringen. Und B, dass man mehrere machen kann. Da ist ein Druid. Den stunnen wir einfach mal. Dem drücken wir irgendwas ins Gesicht. Jetzt drücken wir der Eule was ins Gesicht. Und plopp. Da fällt es um. Was hast du da vor, mein Freund? Ach, statt da gerade geblinzelt. Nö. Wall up. Ich krieg nämlich gerade was ins Gesicht. Danke für den Grip. Der war sehr wichtig. Dass wir dann nämlich ins Auge gehen können. Und der Pally mag mich auch. Aber ich werde auch geliebt. So, der Pally kriegt erstmal einen Stun. Ja, und dann gehen wir mal auf den Shami hier. Der wurde gekickt, genau. Oh, da ist schnell gecastet. Na komm schon. Caste bitte. Und ein Inline. Und auf den DK. Und Freedom an. Jetzt dann würde ich mal. Zack. Und da ist der DK. Jetzt will er es wissen. Der Mage auch. Inline. Aber schnell weggekommen. Nö, du bleibst in Fight. Geh mal raus mit der Inzi. Du wirst sterben, wenn du nicht in den Block gehst. Hallo, Tastatur laufen. Er stirbt. Er wird sterben. Oh, reicht doch. Der Mensch hat sich geblinzelt und stunnen wir ihn einfach mal und töten ihn auch. Na, nicht wir, aber jemand anders. Damit das keiner, die haben die Lore. Oh, 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 die ist gleich. Die Lore jetzt. Da oben müssen wir abfangen. Dadurch, dass wir nicht so viele Punkte im Überfluss haben, nämlich gar keine, weil die Allies mehr Punkte haben, durch ihre zwei Stützpunkte, wir haben den Fehler gemacht, wir sind nur in der Mitte geblieben. Das heißt, ich gehe jetzt mal zu der
Farrell hier oben. Ist der alleine? Sieht so aus. Kein Rogue bei sich. Kriegst jetzt einen Stun. Flügel sind ab. Oh, er hat die Gestalt gewechselt. Super. Rampage. Das war die Wings Weird. Wings Weird. Das war so weird. Kennt ihr den Reiner Zufall? Reiner? Das ist ja so blöd. Lustig ist, wenn ein Ami kommt und wirklich so spricht. Das klingt so lustig. Ich glaube, ich hatte so einen Kunden mal gehabt. Ich muss mir das Lachen verkneifen. Es ist manchmal echt ulkig. Es ist ja nicht böse gemeint oder abwertend. Es ist halt einfach nur lustig. Oh, tote Eule. Charmin kriegt einen Stun. Mage kriegt auch einen Stun. Mage ist ein Block. Was ist das? Ach, das ist ein Ele. Die Cake wrapped uns. Wall ist ab. Oh, weg, da ist das Stun-Totem. Dann tötet man mal irgendwas. Hier kriegt man eine Bob. Oh, der DK Fist, der hat Hunger. Die Eule. Du caste was. Na, dann stunnen wir dich mal. Und prügeln auf dich weiter ein. Du bist trotzdem tot. Double kill. Oh, das bringt dir nichts, Eule. Sorry. Ich geh mal zum Pally. Gesundheitsstein und töten den Pally. Meiner. Ich muss selber heilen, genau. Plopp. Ja, ja, Instant Heal, das fehlt alles dann. Ich laufe irgendwie gar nicht so gerne, als Taure nicht so gerne mit dem Rock um. Es hat zwar auch was, aber da muss der Rest irgendwie passen. Es ist ein schönes Set, ich habe das auch noch nicht lange getragen. In der MOP habe ich das oft getragen, aber irgendwie, weiß nicht. Ein Taucher mit dem Rock. Hm. Weiß nicht. Oh, hallo, DK. Wall ist ab. Freedom ist ab. Jetzt macht er den Quatsch selber. Dann halte ich mich einfach. Oh, wir töten dich eh. Und tschüss. Massacre. Oh, dezent in Unterzahl. Genau, Leg Sweep drüber. Könnte man nochmal stunnen. Oh, wir töten ihn einfach. So. Fertig. Wie viel haben wir denn jetzt? Knapp 90 Punkte drüber. Oh, ein Pally. Nö, so nicht, mein Freund. Kriegst auch einen Stun mit Inzi raus. Ja, und schon ein Stun. Er hat's BG verlassen. Was war denn das jetzt? Ich mache ja auch Quatsch, aber ich mache sehr viel Quatsch, sogar Blödsinn vor allem. Aber das hat man doch sehen, das hätte man doch sehen können, dass das nichts wird. So, wo ist der Heiler? Da ist einer und dann gibi. AE ist dann. Oh, jetzt kriegst du schön Damage. Der erste Streich. Der zweite Streich. Oh, der wird dann. Jetzt ziehen wir mal den weg. Wall ist da, aber jetzt habe ich die Wall, da brauche ich gar nicht. Und dann töten wir den da. Ah, Inline! Ein Monk Inline verpasst. Das Aul passiert auch nicht oft. Und den DK. Boah, er war abgestorbt hier. Die Leute heilen. Kilometer pushen. Eiskalt. Die müssen, also war das gerade ein bisschen schwach von denen, fand ich. Aber wir führen ganz knapp. Punkt down, wie sieht's da aus? Dann, der noch, nee, der hat den nicht bei sich. Der regelt zu wie. Ich grad Ink, ja. Oh ja, da ist Ink. Genau, Freedom. Oh, oh, oh. Jetzt sind sie hier unten. Ball kriegt erstmal einen Stun. Inline. Oh. Freedom. Habe ich noch einen gehabt? Ne, hab keinen mehr. Das ist auch sowas, nur noch ein einziges Freedom. Wir hatten das. Ach, da hinten. Das ist die Bob.
Ich will euch aber töten. Massacre. Sorry, dass du jetzt auf der... Der hat jetzt Avatar und alles an, aber es bringt ihm nichts, wenn das nicht gegengehalten wird. Da war es mir wichtiger, die Bob zu zünden, dass der, dass wir auf den Morgen voll durchziehen können. Und das hat sich ja bewahrheitet, dass es gut war. Drowny sah, dass es gut war. War da was? Nee, da ist nichts mehr. Oh, Lore. Geht da mal nicht mehr? Ui, das macht er dann. Massacre. Stunt. Ja, die ist eiskalt noch. Leider nicht. Die Freedom. Nein, brauchen wir nicht. Dispellen. Haben sie zurück? Ja, haben sie zurück. Ja, okay, jetzt haben wir bald 400 Punkte. Mehr, das ist gut. Immer mal nachbuffen. Das hat sich in Legion ja erledigt. Da teilt man als Retria eh 3 Buffs. 1, 2, 3 und dann ist gut. Ne, ne, können wir nicht holen. Damit hat sich das erledigt, wenn man allein unterwegs ist. Ja. Kommt halt immer drauf an. Wahrscheinlich wird es auf 3x Kings hinauslaufen, weil 3x Absorb Shield passiv gegen den KNG, gegen das man nichts tun kann, ist wahrscheinlich nicht so verkehrt. Ist halt die Frage, ob die Heiler da groß Mana-Probleme haben, dann kann man auch noch. Dann kann man den Heilern auch, wie heißt es eben? Segen der Weisheit ist zwar nur 3000 Mana oder 2000 Mana alle Sekunde, aber. Nimmt mal mit, Entschuldigung. Oh yes. Massacre. Oh, hätte ich gar nicht ziehen müssen hierfür. Da ist ein bisschen mehr. Oh, den nehmen wir noch mit. Ja, das macht der Worry. Jetzt mal Freedom. Da ist was. Okay, Feral kriegt einen Stun. Können wir dann so alles töten? Den vielleicht. Jetzt können wir AFH campen, wenn wir wollen. Abstauben geht aber zukünftig auch nicht mehr. Ach, Blizzard. 1100 Punkte und hier noch 440. Aber wir haben die Lore geklaut. Wir haben die Lore geklaut. Und zack, auch nicht geklaut. So, jetzt gehen wir aber hier mal weg. Das ist Pet von einem. Das ist ein Mage von uns. Solar Block. Und Stun. Tot. Ja, läufst du oder läufst du nicht? Oh. Schon laufen, mein Bub. Mit 3 Stützpunkte? Ne, 2. Und dann wird nervt irgendjemand. Das ist ein Feral. Ja, das ist ein Feral. Ansturm? Nö, da kommt nix. Packt er dann alleine. Kann man es hier oben das mal holen. Aber der braucht Hilfe. Oder? Dann war er. Le Marge. Mein Mage. Da ist er ja. Lauf! Lauf, Mori, lauf! Aus Pit kaputt. Oder den Mage selber. Ah, schade. Boah, 16 geht's. Oh, oh, oh. 3 Millionen Heal. Oh, fast so viel wie unsere Eule. Aber dafür mehr Schaden. Ja, das war eine ordentliche Runde. Oh, kann man nicht sagen. Mit 3 Hunter? Mit 3 Hunter tatsächlich. Aber 4 Krieger.
Tja, da war es das auch schon wieder. Oh, knapp 15 Minuten. Boah, war ordentlich. Gut, okay, dann sage ich immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn wir es dann sind, ab damit in die Kommentare oder auf Twitter. Und Facebook natürlich. Und natürlich das gleiche auch mit Mock wünschen, ne? In diesem Sinne, tschüss.